Es gibt vermutlich kein anderes Schiff in Star Wars, was ikonischer ist als der berühmt-berüchtigte Millennium Falke. Ein Schmugglerschiff, was zum Sinnbild einer galaxisweiten Bewegung geworden ist. Deswegen würde ich heute gerne mit euch mal einen richtig tiefen Blick auf den Falken werfen. Wie der Falke aufgebaut ist, welche Geheimnisse sich vielleicht in dem verstecken und auch was so seine Geschichte war und welche Abenteuer der Falke vor und nach den Filmen alles so erlebt hat. Und ja, dabei werde ich sowohl auf Kanon wie auch auf Legends eingehen. Interessanterweise überschneiden sich da sogar sehr, sehr viele Informationen auch außerhalb der Filme, die wir über dieses Schiff haben. Und wenn ihr selber den Falken bei euch zu Hause betrachten möchtet, solltet ihr definitiv beim heutigen Sponsor des Videos Fanhome vorbeischauen. Denn mit Fanhome könnt ihr euren eigenen Millennium Falken bauen. In der Vergangenheit hat Fanhome schon Projekte wie den selbstbaubaren R2D2 oder die Star Wars Büstenkollektion rausgehauen. Und jetzt gibt es das als Abo-Modell für den Millennium Falken. Gestaffelt bekommt man da Pakete zugesandt, die jeweils Hefte sowie Baumaterialien für den Falken beinhalten. Bei den Heften gefällt mir besonders, dass man ein paar Seiten Hintergrundinformationen zum Falken bekommt. Hier zum Beispiel, wie die Konsole des Cockpits aufgebaut ist und wofür die einzelnen Knöpfe und Hebel sind. Oder auch hier im ersten Heft die grobe Geschichte des Falkens zusammengefasst. Und die letzten Seiten sind dann auch jeweils die Bauanleitung für die einzelnen Bauschritte der Sachen, die man zugeliefert bekommen hat. Und wenn man sich die einzelnen Teile ansieht, sind die auch super detailreich. Schrauben und Werkzeug ist natürlich auch mit dabei. So wie in der ersten Lieferung diese große Blaupause des Falkens, damit man sich die Größe des Modells hinterher gut vorstellen kann. Und hier auf dem Schaubild können wir sogar erkennen, dass der fertig gebaute Falke hinterher Lichteffekte und bewegliche Teile haben wird. Wenn euch das Ganze interessiert, findet ihr natürlich einen Link unten in der Videobeschreibung zum Millennium Falken von Fanhome, wie auch den Code STARFALCON, den ihr beim Checkout nutzen könnt. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei, wie gesagt, Link ist unten in der Videobeschreibung. Und damit zurück zum Falken. Und zu seiner Geschichte, die wir zuerst machen, danach tauchen wir tiefer in seinen Aufbau ein. Der Falke wurde 60 Jahre vor der Schlacht von Yavin über Corellia als das Schiff YT-492727ZED gebaut. Als YT-1300 Frachter wurde er in den ersten Jahren von Corellia als Frachtschlepper bzw. Schieber eingesetzt. Denn zumindest im Kanon konnte die YT-1300 Reihe riesige Frachtcontainer zwischen die beiden Frontpartien nehmen und dann hin und her schieben oder ziehen. Und war eben dazu gedacht, diese von A nach B zu transportieren. Vermutlich auf eher kürzeren Strecken innerhalb auch eines Systems, aber natürlich auch durch den Hyperraum zu anderen Planeten. Bis zu den Klonkriegen erfahren wir da vom Falken im Kanon erstmal nichts mehr. In Legends geht die Firma Corel Industries Limited 12 Jahre nach der Fertigstellung des Falkens pleite, die den Falken besessen hatte, und der Falke wird da an die Geschwister Cal und Dover Brigger unter dem Namen Jackpot verkauft. Während das Schiff vorher auch schon unter Namen wie Corel's Pride, Fickle Flyer oder auch Meetil's Misery geflogen war. Die beiden Geschwister benannten das Schiff dann in die Hardwired um und waren die ersten, die auch illegale Flüge mit dem Falken durchführten. Und dafür auch erste Modifikationen am Hyperraumantrieb dieses Schiffes vornahmen. Doch dann ging deren Verbindung zur Schmugglerkonföderation schief und Dover starb. Woraufhin Cal sich Yako Starks Verbindung anschloss, nur um kurze Zeit später dann auch auf Triker von Insekten aufgefressen zu werden. Wonach das Schiff von der sogenannten Republic Group gekauft wurde, was sich wieder dann in Kanon und Legends überschneidet. Das war eine Gruppe, die insgeheim versuchte, unter Kanzler Palpatines Herrschaft die Demokratie und auch die Würde der Republik zu erhalten. Hier flog das Schiff als die Stellar Envoy einige Jahre für eben diese Republic Group, bis es kurz nach den Klonkriegen wieder sowohl im Kanon wie auch in Legends von einem Bulkfrachter gerammt und dabei auch fast vollständig vernichtet worden wäre. Das Schiff kam auf einen Schrottplatz, wo es allerdings von einem ziemlich guten Tüftler, der Teile auch verschiedener anderer Schiffe zusammensammelte, wieder zusammengesetzt wurde. Hier auch mit weiteren Modifikationen. Kanonquellen geben dann einfach nur an, dass das Schiff einige Besitzer hatte. Ich vermute mal, da werden wir in Zukunft noch die ein oder andere Geschichte zu bekommen. In Legends haben wir diese Geschichten schon längst. Und da erfahren wir über diesen Zeitpunkt, dass das Schiff den Namen Second Chance, also zweite Chance, erhielt. Ziemlich passend für ein Schiff, was fast
komplett vernichtet worden wäre und dann wieder auferstehen konnte. Diese Second Chance wurde allerdings wieder zum Schmuggeln eingesetzt und da lief ein Job fehl und das Imperium konfiszierte das Schiff und wurde für einige Jahre festgehalten. Bis es von einem Schiffsdieb, Zen Bean, geklaut wurde, der kurze Zeit später dann anfing, Jobs der Rebellen zu übernehmen. Wodurch das Schiff hier schon früh für die Rebellen arbeitete und hier schon in Millennium Falke umbenannt wurde. Als das Schiff dann 9 Jahre vor der Schlacht von Yavin für einen Überfall auf die imperialen Schiffswerften bei Bilbringi eingesetzt werden sollte, bekam Bean kalte Füße und desertierte einfach bei den Rebellen. Bekam dann aber so ein schlechtes Gewissen, dass er sein Schiff, den Millennium Falken, der Doktorin Parley Thorpe schenkte, die mit dem Falken medizinische Missionen zu fernen Planeten unternahm. Einige Jahre später verkaufte die dann auch wieder den Falken an einen durch die Galaxis reisenden Zirkus, der wiederum dann den Falken durch Glücksspiele an niemand anderen als Lando Calrissian verlor. Womit die Geschichte wieder parallel zum Kanon verläuft. Denn Lando nutzte das Schiff für seine eigenen Jobs und teils auch sehr krummen Operationen und modifizierte das Schiff ebenfalls extrem. In Legends waren Han und Lando hier schon länger befreundet und Han zeigte Lando sogar, wie man den Falken vernünftig fliegen konnte, bekam dabei auch einen ersten Vorgeschmack, wie es wäre, halt so ein Schiff wie den Falken zu besitzen. Im Kanon wissen wir dafür, dass Han und Lando sich zu dem Zeitpunkt halt erst kennenlernten und Han bei einer Mission nach Kessel den Falken das erste Mal flog, nur um den dann kurz darauf bei einem Sabak-Spiel auch zu gewinnen und dann selber der Eigentümer des Falkens zu werden. In Legends war es ebenfalls ein Sabak-Spiel, hier aber ein großes Turnier auf Bespin, an dem Han teilnahm. Lando hatte hier als großen Preis jedes beliebige Schiff angeboten, das sich auf seinem Landefeld auf Nar Shaddaa befand. Hatte aber vergessen, dass Han den Falken kannte und Lando einfach nicht mit dem Falken nach Bespin gereist war. Der Falke saß also schön brav auf Nar Shaddaa fest, Han gewann und wünschte sich den Falken. Wodurch der Falke jetzt endlich in den Besitz Han Solos fiel. In Legends modifizierte Han den Falken ebenfalls noch ein bisschen und fing das ein oder andere schmutzige Geschäft an. Reiste in den Kooperationssektor, um da einen illegalen Sklavenring mit dem Falken aufzudecken und Schätze eines uralten Imperiums zu finden. Er übernahm Schmuggeljobs für Jabba den Hutten, bei denen er mindestens einmal seine Fracht wegen imperialer Kontrollen abwerfen musste, und er befreite mit dem Falken den Verbrecherboss Tyber Zahn aus dem Gefängnis auf Kessel. Bis er dann auf Tatooine in der Mos Eisley Kantine Halt machte, einen alten Mann, einen Farmjungen und 2 Droiden für einen überteuerten Preis zum Planeten Alderaan brachte, wo sich Legends und Kanon halt wieder treffen. Denn Alderaan war in die Luft gejagt worden, der Falke auf eine mobile Raumstation gezogen, eine Prinzessin gerettet und die Pläne der Raumstation nach Yavin 4 gebracht worden. Und im Kanon kennt ihr einfach die wichtigsten nächsten Eckdaten, ich denke, das muss ich nicht großartig erklären. 1. Todesstern vernichtet, Schlacht von Hoth, Bespin, Han von Tatooine gerettet, 2. Todesstern vernichtet und später eben an der Zerstörung der Starkiller-Basis beteiligt, die Heimat der letzten Überbleibsel des Widerstandes und schlussendlich Teil der Schlacht von Exegol. Also eine relativ lange Geschichte für den Falken. In Legends passiert hier allerdings noch einiges mehr. Denn wir wissen, dass der Falke nach den Ereignissen der Originaltrilogie in einfach sehr viele Sachen verwickelt war. Unter anderem in den Kampf gegen die Invasion der Siruk bei Bakura, bei der Befreiung Kashyyyks und auch bei der Befreiung Coruscants. In den Jahren danach wurde der Falke als diplomatisches Schiff Leia Organas teilweise und auch als Familienschiff der Solos mit ihren 3 Kindern genutzt. Als die Yuuzhan Vong so langsam Operationen in der Galaxis durchführten, war der Falke auf Zernpedal bei dessen Vernichtung und evakuierte Zivilisten noch während der Explosion des Planeten und sorgte dann dafür, dass Han und Leia beim Fall Coruscants auch entkommen konnten. Später nutzten sie den Falken, um zum imperialen Planeten Bastion zu kommen, um dort einen Deal mit dem Imperium zu machen. Später, um die Schmuggler-Allianz-Staffel bei der Schlacht von Ebak anzuführen und um Kommunikationscheckpunkte in der Galaxis zu errichten. Und auch noch während des 2. Galaktischen Bürgerkriegs agierte der Falke als mobile Basis der Organa Solos, bis es quasi zu einem mobilen Heim Han, Leias und deren Enkelin Alana wurde. Womit wir die Geschichte des Falkens in Kanon und Legends zumindest grob abgedeckt haben. Aber wie sieht das jetzt mit dem Aufbau des Falkens aus? Wie sah der von außen, aber vor allem auch von innen aus?
Das ist, um ehrlich zu sein, ein ähnliches Mischmasch wie dessen Geschichte. Denn nicht nur haben wir hier Kanon und Legends, wir haben natürlich auch verschiedene Varianten des Falkens bei verschiedenen Besitzern. Im Kanon haben wir hauptsächlich einen Blick auf den Falken in seiner, sagen wir mal, saubereren Lando Calrissian-Variante. Und in Legends hauptsächlich was zum Falken, wie wir den eben aus der Originaltrilogie kennen. Starten wir damit dem Lando-Falken aus dem Kanon, wie er am Anfang von Solo A Star Wars Story auftaucht. Und da können wir sehen, dass natürlich was in der Frontpartie sitzt, was radikal anders ist als alles andere, was wir so vom Falken kennen. Was das aber ist, ist vielen vermutlich nicht bewusst. Denn das hier ist ein zweites, kleineres Schwesternschiff zum Falken. Eine Nachrüstung, die im Prinzip für alle YT-1300 Frachtermodelle offiziell verfügbar war. In diesem kleineren Schiff gab es Platz für 4 Leute, einen Piloten und 3 Passagiere und war dazu gedacht als kleineres Schiff als quasi Backup oder aber auch als kleinere Luxusjacht eingesetzt werden zu können. In den Frontsektionen haben wir hier links eine Menge Platz für den Schildgenerator und rechts einige Teile wie den Traktorstrahlemitter, eine passive Sensorenantenne, Landejets und ein Anti-Aufschlagsgenerator. Auf der linken Seite hinter dem Schildgenerator befinden sich einige Sensorstationen und Sensoranalysegeräte, wie aber auch der Wasseraufbereiter, der den Falken mit Trinkwasser versorgte. Rechts daneben natürlich das Cockpit für 4 Personen, Pilot, Copilot und 2 Passagiere. Und direkt dahinter das hydraulische System für die Rampe an der Andockschleuse Steuerboards. Kommt man durch diese Schleuse rein, findet man sich im Hauptkorridor des Schiffes wieder. Dreht man nach links, findet man auf der rechten Seite einen Zugangspunkt für eine Wartungsleiter, die einen in die technischeren Bereiche des Schiffes bringen kann. Und links ganz hinten den Zugang zu den Rettungskapseln und davor eine Tür zum dritten Lagerraum des Schiffes. Der hier bei Lando mit einer Werkbank, eine Art Akku-Aufladestation und L337s Aufladestation ausgestattet ist. Geht man den Korridor in die andere Richtung, kommt man rechts zum Cockpit oder geradeaus über die geheimen Schmuggelfächer hinweg an dem Zugang zu den Lasertürmen vorbei zum Hauptladeraum. Der Aufenthaltsraum des Schiffes mit der großen Couch, dem Dejarek-Tisch, einer Lounge mit Soundsystem, einer Bar, einem Bett und einer Ingenieursstation. Direkt geradeaus führt ein weiterer geschwungener Korridor auf die andere, privatere Seite des Schiffes. Hier gibt es zunächst einen Frachtaufzug, der Fracht von außen nach innen und umgekehrt transportieren kann. Und danach Zugang zum Refresher, also dem Bad und der Toilette, dem Antriebsraum und zu den Crewquartieren mit einer extra großen Koje und einem großen begehbaren Kleiderschrank. Hinter dem wiederum der Hyperraumantrieb und die Treibstoffpumpe des Schiffes liegen. Wenn man allerdings vom Hauptraum die andere Abzweigung nimmt, kommt man in den vorderen Frachtraum, die vordere Luftschleuse und den zweiten Frachtraum, in dem auch die Lebenserhaltungssysteme beheimatet sind. Womit wir Landos Version des Millennium Falcons von innen durch haben. Die Legends-Variante des Falcons im Besitz von Han Solo sieht ein bisschen anders aus, aber auch nicht super anders, um ehrlich zu sein. Beginnen wir da mal vorne, gibt es ebenfalls diese 3 Räume. Den ersten Laderaum, den Frachtbeladeraum und den zweiten Laderaum mit den Lebenserhaltungssystemen. Weiter nach hinten dann der Hauptbereich, an den auf der einen Seite ein runder Korridor anschließt, von dem man aus auch zu den Laserkanonen und zum Cockpit gelangen kann. Und wo übrigens auch die geheimen Schmuggelfächer im Boden beheimatet sind. Auf der anderen Seite gibt es allerdings einen kleinen Raum noch, der die Schaltkreise des Falkens beinhaltet. Der andere Ausgang bringt einen dann wieder auf den Korridor in die andere Richtung, der bei dieser Version des Falkens einen großen, gedötschten quasi Kreis bildet. Und ebenfalls nochmal an einen Raum für Schaltkreise angrenzt und eine Ingenieursstation beherbergt. Von da ab gehen die Crewquartiere mit deutlich mehr Schlafplatz als bei Landos Falken und dem Maschinenraum mit Hyperraumantrieb, Fluchtkapseln und Ladeaufzug neben dem dritten Laderaum. Der Hyperraumantrieb war hier übrigens auch das, was den Falken so speziell machte. Denn im Subraum war der Falke eher langsam und behäbig im Vergleich zu Jägern wie den A-Wings oder den TIE-Abfangjägern. Aber der Hyperraumantrieb war einer der besten seiner Zeit. Mit dem Hyperraumantrieb konnte der Falke zeitgleich mit anderen Schiffen in den Hyperraum springen, dafür dann schneller an seinem Ziel sein oder andere Schiffe sogar noch überholen, die schon Stunden vor ihm in den Hyperraum gesprungen waren. Sehr nützlich natürlich sowohl bei Schmugglerjobs, wie aber auch beim Kampf gegen das Imperium, um Autoritäten entkommen zu können.
Da der Falke als Frachter konzipiert war, konnte er in seinen Laderäumen bis zu 100 Tonnen transportieren, was fast so viel ist, wie in 4 große Schiffscontainer reinpasst. Wenn man bedenkt, dass damit oft illegale Substanzen geschmuggelt wurden, die vermutlich schon in kleinen Mengen sehr wertvoll sein konnten, ist das einfach eine Menge. Über die Bewaffnung und Gegenmaßnahmen des Schiffes würde ich euch jetzt gerne eigentlich was verraten. Das ist aber extrem schwer zu sagen, weil das Schiff eben so oft den Besitzer wechselte und so oft modifiziert wurde und da halt so oft auch die Waffen teilweise gewechselt wurden. Es geht aber so in die Richtung 2 Quad-Laser-Kanonentürme, einen Antipersonenblaster und 2 Aufschlagsraketenwerfer. So wird zur Abwehr ein elektronisches Abwehrsystem und signalverändernde Sensorblocker, die sowohl gegen Raketen, wie aber auch teilweise einfach gegen das bloße Entdecken helfen konnten. Was das wohl berühmteste Schmuggelschiff der Star Wars Galaxis abrundet. Was sagt ihr? Wie findet ihr den Falken? Und habt ihr heute das ein oder andere mehr gelernt? Haut's mal unten in die Kommentare. Vergesst auf jeden Fall nicht, unten in den Link von Fanhome reinzuschauen. Und wenn ihr generell noch mehr über Star Wars Raumschiffe erfahren wollt, guckt mal hier in das Video mit 50 Fakten über Raumschiffe des Imperiums rein. Natürlich mit vielen Informationen über Sternzerstörer und Supersternzerstörer, aber auch viel über eher unbekannte imperiale Schiffe, die ihr vielleicht gar nicht so kennt. Damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein.